Der palästinensische Generalstaatsanwalt hat Israel dafür verantwortlich gemacht, die Journalistin Shirin Abu Akleh des TV-Senders Al Jazeera gezielt getötet zu haben. Die Reporterin war vor 2 Wochen während eines israelischen Militäreinsatzes in Jenin im nördlichen Westjordanland ums Leben gekommen. Generalstaatsanwalt Akram Khatib sagte, eine Untersuchung der Kugel habe ergeben, dass diese von einem Scharfschützen mit einem Gewehr des Typs Ruger abgefeuert worden sei. Das Geschoss sei aus Richtung der israelischen Soldaten gekommen. Dies zeige eine klare Tötungsabsicht, so Khatib. Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz wies dies als Lüge zurück. Nach Darstellung der Armee ist nicht eindeutig, von wo der tödliche Schuss kam. Sie berichtete von heftigen Feuergefechten mit militanten Palästinensern. Die Palästinenserführung hatte Israels Wunsch nach einer gemeinsamen Untersuchung abgelehnt.